Liebe Freunde, liebe Mitbürger, liebe Zeitgenossen, Deutschland geht den falschen Weg. Deutschland entscheidet sich falsch. Die sechste existenzielle Frage, die Deutschland zu beantworten hat, lautet: Wollen wir eine rationale Energiepolitik der linksgrünen Gefühls- und Gefälligkeitspolitik opfern? Diese Frage berührt die Lebensgrundlagen unserer Industriegesellschaft und weist weit über das für die Zukunft existenzielle Thema der Energiesicherheit hinaus, an dem sich aber das Grundproblem verdeutlichen lässt. Die Verfügbarkeit von Energie und ihr Preis ist ein erstrangiger Faktor für den Fortbestand der Industriegesellschaft. Alle Maßnahmen, die zu einer Verknappung und Verteuerung von Energie führen, haben unmittelbare Auswirkungen auf unser Wohlstandsniveau. Und die Energiepolitik gehört daher zu den strategischen Weichenstellungen einer Industrienation. Und ausgerechnet in diesem Bereich leistet sich Deutschland den Einbruch der Irrationalität in die Politik. Dass unter dem Eindruck der Fukushima-Panik und aus rein parteipolitischen Motiven und aus rein parteitaktischen Koalitionswünschen beschlossene Energiekonzept erweist sich schon bei ganz oberflächlicher Betrachtung als vollkommen untaugliches Wunschdenken. Doch Deutschland klingt sich nicht erst mit diesem abrupten Richtungswechsel zunehmend aus dem Kreis der auch in Zukunft ernstzunehmenden Industrienationen aus. Angetrieben von Politik und Zeitgeist werden die knappen finanziellen Ressourcen seit über einem Jahrzehnt massiv in einen Randbereich der Energieerzeugung gelenkt, der auf Jahrzehnte hinaus gar nicht annähernd in der Lage sein wird, den hohen Grundbedarf an Energie kostengünstig zu decken. Diese Politik ist aber nicht einfach nur eine Ressourcenverschwendung, die für die Zukunftsfähigkeit des Landes bedenklich ist. Sie will auch als eine ordnungspolitisch widersinnige Gefälligkeitspolitik Kapitalanlegern für Windparks eine exorbitante Rendite aus Steuermitteln garantieren. Diese Politik will über die Solarförderung eine groteske Umverteilung von unten nach oben betreiben, indem Geringverdiener und Mieter über die Stromrechnungen andere, die deutlich besser gestellt sind, subventionieren müssen. Diese Politik veranschaulicht in diesem so wichtigen Bereich den fast schon totalen Verlust an Rationalität, an Verantwortungsbewusstsein und an Wirklichkeitssinn. Deutschland driftet spätestens seit dem Anfang der 80er Jahre politisch immer tiefer in eine irrationale Gefühls- und Stimmungskultur. Die kollektive Psyche wird von immer neuen Ängsten geschüttelt, deren reale Gründe sich bei nüchterner Betrachtung oft geradezu lächerlich ausnehmen. Das Ausland spottet doch schon uns und über unsere The German Angst. Schlagworte sind NATO-Raketen, Rinderwahn, Funktelefonmasten, Nematodenfische, radioaktive Pilze, innerstädtische Flughäfen, Dioxineier, Kastoren, Extremwetter, Schweinegrippe etc. etc. und was es alles noch an diesbezüglichen Ängsten gibt. Alles wird zum medial lustvoll aufbereiteten Skandal, der nach politischen Konsequenzen schreit. Die Politik, die nichts mehr fürchtet als Imageverlust und sackende Umfragewerte, reagiert auf diese künstlich produzierten Angstwellen mit hektischer Betriebsamkeit, vorschnellen Entscheidungen, undurchdachten Aktionen und auch mit Symbolhandlungen. Dabei kommt es nur noch auf den Anschein der politischen Handlungsstärke an, mögen die realen Konsequenzen einer solchen Politik auch noch so verheerend sein. So werden die diffusen Ängste und die um sich greifende Fortschritt-
und Technikfeindlichkeit immer weiter geschürt. Aufgabe einer verantwortlichen Politik wäre es doch eigentlich, gegenzusteuern, sorgfältig abwiegend, kühl bedenkend und vorausschauend, Zuversicht und Fortschrittsoptimismus verbreiten. Diese politischen Handlungsmaximen haben unser Land doch einstmals stark gemacht. Doch heute das genaue Gegenteil. Unterstützt und getrieben von den Medien, das Volk wird so zum Spielball seiner Ängste. Diese Ängste werden beständig instrumentalisiert. Mit ihnen wird Politik gemacht und Politik gesteuert und die Menschen gesteuert. Und es wird mit diesen Ängsten auch Geld verdient. Ängste dienen der Kampagnensteuerung in Wahlkämpfen und damit in Kämpfen um den Machterhalt oder der Machteroberung. Ängste generieren Medienaufmerksamkeit und erhöhen damit die Einschaltquoten und Auflagenstärken. Ängste dienen der Drittmitteleinwerbung der Wirtschaftseinrichtungen und den Karriereinteressen von Wissenschaftlern. Medien, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft nutzen den allzu sprungbereiten Alarmismus in einem sich selbst aufrechterhaltenden Kreislauf der gegenseitigen Bestätigung. Man sieht, die Interessenverzahnung der einzelnen Gruppen funktioniert reibungslos und sie haben immer den Profit im Auge. Besonders die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten spielen hier eine herausragende Rolle. Sie haben den politisierenden Kampagnenjournalismus als quotensteigendes Instrument im Wettbewerb mit den privaten Sendern für sich entdeckt. Katastrophen-Sondersendungen sind preiswert zu produzierende Quotenbringer, die durch das politische Echo sorgsam orchestriert werden. Sie sichern den politischen Protagonisten die für das Überleben so wichtige Medienpräsenz. Sie bieten der engagierten Wissenschaft Bühnen, um gesellschaftliche Relevanz zu beweisen und um nebenbei das eigene Finanzierungsinteresse zu befördern. Auch Großkonzerne sind auf diesen Zug aufgesprungen, weil Produkte und Finanzprodukte, die ein grünes Gewissen mitverkaufen, höhere Gewinnspannen erbringen können. Hinter diesem Gutmenschentum verbirgt sich ein modernes Pharisäertum. Man könnte dieses grüne Spießertum der bürgerlichen deutschen Angstkultur, das beständig zwischen Belehrung, Reglementierung, Sucht und Bedrohungsbeschwörung changiert, ja herzlich auslachen. Wenn es nicht seine lokalen und regionalen Spielwiesen verlassen hätte, hat es aber. Und die Frau Merkel hat mittlerweile das gesamte Regierungshandeln in dieser Tollhausgruppe untergeordnet und die existenziellen Grundbedürfnisse der Industriegesellschaft geopfert. Beim nächsten Mal wollen wir dann uns die 7. der 8 existenziellen Fragen stellen. Und diese Frage lautet: Wie sichern wir angesichts unseres demografischen Niedergangs die wirtschaftliche und soziale Stabilität der Nation? Doch für heute soll es damit sein Bewenden haben. Morgen ist ein neuer Tag. Und bald, meine lieben Zuschauer, wird eine neue, eine alternative Politik durch uns ermöglicht werden. Gute Nacht, Deutschland.